Hi liebe Freunde und willkommen zurück zu meinem neuesten TX-Video. Heute habe ich mal ein zusätzliches Trainingsgerät mitgenommen. Und zwar mein Bosu-Ball. Wer einen Bosu-Ball noch nicht gesehen hat oder noch nicht kennt, das ist ein Trainingsgerät, was wunderbar für propriozeptive Übungen, für Gleichgewichtsübungen verwendet werden kann. Zu vergleichen mit so diesen Winkelbrettern. Ja, es gibt auch so runde Winkelbretter, wo man sich draufstellen kann und die so ein bisschen so einen unebenen Boden simulieren. Dadurch kann man natürlich wunderbar die intra- und intermuskuläre Koordination stärken, das Gleichgewichtssinn wieder so ein bisschen auftrainieren, falls der gestört ist, und kann natürlich sein Training in wunderbaren neuen Reiz setzen. Ich habe mir überlegt, euch mal so ein paar Übungen zu zeigen, wie man diesen Bosu-Ball wunderbar mit seinem TRX-Training verbinden kann und dem TRX-Training somit noch so einen Extra-Kick mitzugeben. Ich habe mir da so ein paar verschiedene Übungen rausgesucht, die ich selber auch sehr, sehr gerne mache, sowohl selber als auch mit meinen Kunden. Ich würde sagen, nicht lange schnacken, viel Spaß beim Video. Die erste Übung sind gesprungene Lunges. Lunges kennt ihr ja. Und hier ist es nun so, ja, ihr stellt euch auf mit einem Bein auf den Bosu-Ball, der andere Fuß ist in der Luft. Und jetzt geht ihr wie gewohnt schön tief und drückt euch sprunghaft ab. Ja. Ihr seht es ja schon an meinem Fuß, an meinem Standfuß. Ich muss natürlich die ganze Zeit mein Gewicht ausbalancieren. Ja. Aber das ist ja genau der Trainingseffekt. Kleiner Tipp: Kopf immer in Verlängerung zur Wirbelsäule, guckt am besten nach oben. Ja? Weil viele, das passiert meinen Kunden auch manchmal, gucken nach unten, weil sie sich anstrengen und dann konzentrieren sie sich zu sehr auf das, was unten passiert, und irgendwann fallen sie um oder verkrampfen sehr stark im Nacken. Zweite Übung wäre jetzt Kniebeuge, aber diesmal auf dem Bosu-Ball und zusätzlich mit gestreckten Armen. Das heißt, ihr nehmt jetzt die Arme hoch, ja, und jetzt versucht ihr so tief wie es geht runter zu gehen. Schaut dabei, dass die Knie ihre Position halten, ja, also dass sie immer nicht einen Abstand halten und die Arme bleiben gestreckt von oben. Ja, die sieht man jetzt gar nicht gerne aus dem Bild, aber ich denke, ihr könnt erahnen, was ich meine. Ja, und auch das, glaubt mir, geht wunderbar in die vordere Oberschenkelmuskulatur und je tiefer ihr natürlich geht, auch in den Hintern. Nächste Übung, die ich auch sehr, sehr gerne mag, ist jetzt nicht so sehr etwas für Anfänger, und zwar einbeinige Burpees. Ja? Zweibeinige Burpees sind ja schon schwierig. Jetzt zeige ich euch das Ganze mal einbeinig. Und zwar wird ein Fuß angehängt. Schnappt euch den Bosu-Ball. Ja, und jetzt geht ihr in die Liegestützposition und springt ab. Liegestützposition und springt ab. Natürlich ist die Sache, wie gesagt, nichts zu erklären, einfach auch weil der Bosu-Ball natürlich ein gewisses Eingewicht hat. Also ich schätze das Ganze mal schon auf gute 6-7 Kilo, und das muss natürlich erstmal bewegt werden. Ist aber eine ganz, ganz tolle Geschichte, müsst ihr mal versuchen, das gibt mal einen ordentlichen Extra-Kick. So. Gehen wir mal raus aus der Beinabteilung, gehen wir mal weiter zur Brust. Da habe ich auch so ein paar Lieblingsübungen als Training. Als erstes erstmal klassische Liegestützen in Verbindung mit Beinaufzüge. Ja? Und zwar sieht das Ganze folgendermaßen aus. Diesmal hängt ihr beide Beine ein. So. Dreht den Bosu-Ball um. Okay, und jetzt macht ihr Liegestütze
und zieht danach die Knie unter die Brust. Also Liegestütze, Beinaufzug. Liegestütze, Beinaufzug. Liegestütze, Beinaufzug. Ja? Wichtig natürlich, Bauch muss voll angespannt sein, damit die Hüfte nicht durchhängt. Ja? Und Schulter bezüglich der Liegestütze immer tief halten. Ja? Also nicht, dass ihr aus den Schultern die Liegestütze macht. Ich bleibe jetzt gleich mal knien, denn es gibt noch eine zweite Variante, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar für Liegestütze in Verbindung mit seitlichen Beinaufzügen. Das Ganze sieht dann so aus. Und zwar geht jetzt ein Bein links vorbei, rechts vorbei, links vorbei, rechts vorbei. Ja? Gleiches Thema, Bauch schön unter Spannung halten und schön eine weite Bewegung machen aus den seitlichen Bauchmuskeln heraus. So, nächste Übung ist für Trizeps. Und zwar drehen wir dafür den Fußball um. So. Da habe ich auch zwei Übungen, die ja, ziemlich heftig sind, aber die auch, wie gesagt, mal wieder einen ganz neuen Reiz setzen. Und zwar hängt ihr wieder beide Beine ein. So. Als erstes geht ihr in den Plank, also in den Unterarmschütz. So. Schaut, dass der komplette Körper, also Oberkörper und Unterkörper, unter Spannung sind. Holt am besten das Becken etwas ein. So, und jetzt gehe ich in die Liegestütze. Wichtig aber, ich drücke mich so ab, dass die Ellbogen diesmal eng am Körper vorbeigehen. Ja? Also Liegestütze, man kann das Ganze auch breit machen, dann würden die Ellbogen eher nach außen zeigen, das wisst ihr ja. Aber diesmal drücke ich mich eng ab. Wenn es am Anfang zu schwer ist, kann das Ganze ohne Unterarmschutz machen, sprich, ihr geht einfach in eine enge Liegestützposition. Das kennen die meisten von euch sicherlich. Ja? Ellbogen bleiben eng und jetzt drückt ihr euch ab. Eng am Körper. Okay? So. Das war für den Trizeps. Zwei Übungen habe ich noch. Und zwar aus dem Bereich Bauch. So. Und zwar. Wir bleiben beim Thema Plank, beim Thema Unterarmschütz. Und zwar gehen wir jetzt wieder in den Unterarmschütz. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. So. Geht rein in den Unterarmschütz, Bauch ist fest angespannt, Becken etwas eingerollt und jetzt macht ihr nichts anderes als etwas euch nach vorne und nach hinten zu ziehen. Also sprich, ich schiebe meinen kompletten Körper nach vorne und nach hinten. Je weiter ich jetzt nach hinten gehe, also vom Kontaktpunkt weggehen, natürlich umso höher wird die Spannung. Und hier könnt ihr mich genau steuern, wie groß die Intensität sein soll. Wichtig bei der ganzen Geschichte, wie gesagt, Bauch bleibt fest angespannt und auch ganz wichtig, eine gleichmäßige Atmung. Das ist ganz, ganz wichtig. Es passiert mir selber auch manchmal, dass ich einfach die Luft anhalte und das Problem dabei ist, wie ich schon oft erwähnt habe, dass dann natürlich die Muskulatur schreit nach Sauerstoff, aber ihr gebt es eben nicht, weil ihr die Luft angehalten habt. Und was macht das Herz? Es fängt an, übermäßig schnell zu schlagen. Also sprich, ich habe schon Fälle erlebt, dass die Leute, den Leuten dann richtig schwindelig geworden ist. Deswegen immer versuchen, gleichmäßig zu atmen. Die zweite Bauchübung. Ihr bleibt gerade im Knie. Geht wieder in den Unterarmschütz. Ja, Bauch wieder angespannt, Becken eingerollt. Und diesmal versucht ihr die Beine in Schwingung zu bringen. Ja, jetzt sehen wir ein oder andere, ja super, was ist das denn? Ist das hier zu entspannt? Nein, ist es nicht. Denn der Knackpunkt ist hier, ihr sollt hier den Oberkörper komplett gerade lassen und nur die Beine bewegen sich.
nach links und rechts. Und das ist nämlich genau die Schwierigkeit bei der Geschichte. Ihr bleibt im Oberkörper komplett gerade und bringt nur eure Beine in Schwingung. Und das macht ihr mit eurer schräg vorlaufenden Bauchmuskulatur, mit eurer seitlichen Bauchmuskulatur. Wichtig, während der gesamten Übung Bauch voll unter Spannung lassen. Ja? Und dann werdet ihr sehr, sehr schnell merken, wo es ziehen soll. Ja? So, das ist erstmal ein grober Überblick über meine Lieblingsübungen. Es gibt noch viel, viel weitere, die werde ich im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch posten. Ich werde auch das eine oder andere Workout mit dem Bosu-Ball posten. Ich bin für meinen Teil erstmal durch. Wie man sieht, springt ganz schön an. Probiert es mal aus. Wer noch keinen Bosu-Ball hat, nicht erschrecken, die Dinger sind nicht ganz günstig, aber wer Interesse an so einem Trainingsgerät hat, empfehle ich euch, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen, wirklich, wenn überhaupt, dann den Bosu-Ball zu nehmen. Es gibt natürlich viel, viel günstigere von anderen Marken. Allerdings müsst ihr darauf achten, auf die Belastbarkeit. Ja? Manche dieser Bälle sind nur bis eine gewisse Kilozahl belastbar und die bestehen aus einem ganz, ganz dünnen Material. Also ich habe Fälle erlebt von, sagen wir mal, Kollegen, da ist Kunde stellt sich drauf, da platzt das Ding oder irgendein Plastikstück hier und bricht ab. Finde ich, habt ihr nichts davon. Ja? Wer billig kauft, kauft zweimal. Deswegen, ich finde, wenn es um das Thema Gesundheit und Training geht, lieber mal ein paar Euro mehr ausgeben, dann habt ihr eine ganze Weile was davon. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, mein Training hat euch gefallen. Der eine oder andere probiert es mal aus und gebt mir mal ein Feedback. Lasst mich wissen, wie ihr die Übungen findet. Teilt mir auch eure Wünsche mit. Also sprich, wenn der eine mal sagt, hey Mensch, zeig uns mal ein TX-Workout für diese und diese Muskulatur oder für dieses und dieses Thema. Gar kein Problem, schreibt es mir in die Kommentare. Dem Wunsch komme ich gerne nach. Jetzt habe ich auch genug gequasselt. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bis bald, euer Chris. Bye, bye.